Hallöchen, willkommen zurück zur Fortsetzung meiner Tour nach Zürich. Ich hatte hier an der Schweizer Grenze kurz angehalten, einfach nur um zu schauen, ob ich hier eine Pause mache. Ich war mir nicht sicher, ob ich muss oder will. Ich glaube, weder noch. Also, ich habe zwar schon mal gegähnt, aber es geht jetzt einfach weiter. Ich glaube, ist gar nicht mehr so weit bis nach Zürich auf dem Navi. Da ist schon das Ziel ist schon zu sehen. Ja, man hört jetzt noch mal, dass ich gähne. Aber 50 Kilometer oder so ist doch kein Problem. Ach, 42 Kilometer, 40 Minuten. Das sollten wir so noch hinkriegen. Okay, gibt es eine Fahrbahneinengung? So. Ja, Zürich. War ich noch nie. Ist also schön. Wir haben hier schon, leichte Berge rundherum, aber auch nicht wirklich. Und es war eher so, dass vor Stuttgart schon mal so ein bisschen Berge, so schneebedeckte Berge zu sehen waren, was irgendwie überhaupt keinen Sinn machte. Aber es ist hier so eine super enge Auffahrt. Gucken, ob ich hier mit dem. Naja, okay, wie immer. Bleibe ich hier mit dem Auflieger hinten an der Leitplanke hängen. Da muss ich die Kurve wirklich ein ganzes Stück größer ziehen. Naja, okay, nächstes Mal merke ich es mir dann. Also manche Auffahrten, die sind hier echt super eng. Man sieht hier im Rückspiegel auch, dass gerade der Anhänger so ein bisschen im Dreck gefahren ist. Wie sieht es auf der rechten Seite aus? Ich traue mich gar nicht zu gucken. Naja. Ja. Ich hoffe, es wird. Wenn das jetzt rot ist, mal kurz gucken. Nächste Pause in 48 Minuten und 21 soll es noch dauern. Also das kriegen wir schon noch hin. Da vorne müssen wir schon wieder ab. Ja, eine Sache, die, erstmal den Blinker aus, die ich noch, ja, einfach, wo ich noch nicht schlau draus geworden bin, ist, wie das hier mit der Kupplung in echt funktioniert. Also, das ist hier so, bei einem PKW würde ich sagen, wenn man, Zürich geradeaus, geht es hier auch geradeaus, ja. Bei einem PKW, wenn ich eine bestimmte Geschwindigkeit fahre und Gas wegnehme oder eben etwas Gas gebe, man hat ja eine feste Verbindung zwischen Antriebsstangen und Räder und so weiter. Also da geht ja die Drehzahl nicht sofort hoch. Und hier ist es aber so, dass wenn ich einfach so Gas gebe, dass halt die Drehzahl sofort irgendwie um. Naja, wie viel, so 200 oder so, vielleicht hochgeht, aber ohne dass sich die Geschwindigkeit sofort ändert. Also ich weiß nicht genau, ob das beim LKW so gewollt ist, dass der so eine Kupplung hat, die, ja, keine Ahnung, automatisch rutscht, um zu verhindern, dass zu viel Drehmoment irgendwie hier den Antriebsstrang belastet. Ich habe dazu jedenfalls nichts gefunden. Und ja, also falls das hier überhaupt jemand sieht dort draußen und da einen Tipp für mich hat oder einen Link, wo was dazu steht, dann ja, freue ich mich drüber. Lese ich mir das gerne durch. Okay, so nachdem der Kleine hier vorbei ist, würde ich doch schon mal die Spur wechseln. Ja, der Ampel müssen wir auch links rum. So. Ich habe überhaupt keine Idee, wo wir hin müssen. Also irgendwie müssen wir halt diesen komischen Bagger, den wir hinten drauf haben, irgendwo wegwerfen. Den müssen wir irgendwo abliefern. Naja,
Ich fahre einfach hier dem Navi-Ziel hinterher. Kurz mal verschaltet. Weiß. Was sagt er denn hier? Nächste Pause in 14 Minuten. Ist doch alles gut. Was wie? Ach, hier geht's. Alles klar, ja, so sieht es aus, wenn ich müde werde. Mann, 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 Mann. Was? Aber, ach, okay, ich habe jetzt gerade echt am Navi meinen eigenen Pfeil gesucht. So viel zum Thema müde, ey. Okay, also dann hier wahrscheinlich. Und dann hier. Da müssen wir hin. Nö, automatisch parken, das werde ich auch noch hinkriegen. Automatisch parken brauche ich nicht. Wobei das Ding ganz schön lang ist, ja. Mal gucken, ob wir den hier. Ja, mal gucken, ob wir den hier rumkriegen. Vorsichtig angedockt. So machen wir das. So finde ich es in Ordnung. Das finde ich okay. Liefern wir mal ab. Wir sind hier 726 Kilometer gefahren. Knapp 120 Stunden. Das ist doch ganz okay. Es gab 26.000 Euro, 1299 Erfahrungspunkte und wieder ein ganzes Stück weiter Richtung Level 14. Ist doch prima. Fortfahren und wir gucken gleich am besten in den Frachtmarkt, ob wir hier was Neues haben. Ich wollte ja so gern mal nach Italien. Wir sind also hier in Zürich und das sind die Sachen, die wir hier haben. Hier, Verona. Ich glaube, südlicher geht's nicht. Das ist tatsächlich das Beste und ist auch ein super Preis. 32 Euro pro Kilometer, das ist doch klasse. Angebot läuft in 7 Stunden ab. Das ist direkt hier. Ich als Navi-Ziel einstellen. Mal gucken, ob das hier wirklich genau das hier ist. Oder ob wir ein kleines Stück fahren müssen. Es sieht so aus, als müssten wir ein kleines Stück fahren. Naja, dann ich fahre da noch hin. Bevor ich jetzt mir einen Platz suche zum Schlafen und dann 6 Stunden oder, naja, doch wahrscheinlich 6 Stunden da schlafe und es dann verpenne, da hole ich den lieber vorher ab, den Auftrag. Vielleicht ein bisschen dichter ranzoomen. Ich glaube, so ist angenehmer.
kriegen wir noch. Ja, ich werde müde, ich weiß. Ganz schön weit, wo ich jetzt hin muss, um das Ding abzuholen. Ja, ich will jetzt auch nicht übertreiben und rasen. Ich muss da wahrscheinlich wieder in die Stadt rein, erstmal zum Übernachten. Was hab ich mir nur dabei gedacht? Uff, gerade so auf den Hof gebrettert, nur um diesen Auftrag anzunehmen. Nach Verona. Ja, prima. Haben wir auf. Fahrer zum Verladebereich machen wir nicht, sondern wir gucken auf die Karte, wo wir. Naja. Ja, doch, ich fahre jetzt hier schnell wieder rein. Und hol mir hier vielleicht in diesem Hotel oder was auch immer das ist, Parkplatz. Da fahren wir erstmal hin. Können wir hier das anklicken und sagen, das soll. Schade. Können wir nicht als Navi-Ziel einstellen. Ja, dann müssen wir so da irgendwie hin. Ja. Es wäre so schön, wenn man sich hier hinlegen könnte. Was passiert, wenn ich den Motor ausmache? Nichts. Okay. Geht also nicht. So. Gut, also wieder zurück in die Stadt. Will es auch gar nicht mit der Ladung machen. Also, wenn ich in der Stadt bin, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich da stehen kann mit so einem Anhänger. Deswegen ohne Ladung. Sind wir schon wieder in der Stadt. So, da vorne sind wir schon. Ich weiß gar nicht, ob ich vielleicht die Gelegenheit nutzen sollte, in Zürich gleich mal alle Straßen abzufahren, um alles erkundet zu haben. Ja, auch gar nicht so schlecht. Ah ja, Hotel, okay, ja, sieht gar nicht so schlecht aus. Fahren wir direkt mal auf den Hof, warum auch immer das hier so rumpelt. Da hinten, da stehen schon ein paar. Die stehen aber merkwürdig. Soll ich mich jetzt auch da so rückwärts reinstellen? Ich will mal machen. Was verstehst du? Ja. Oh.
Und vor allem, wer hat das hier überprüft? Verstoß gegen die Ruhezeit. Verdammt. Ist ein bisschen zu weit. So. Ja, machen wir so. Und eine kleine Ruhepause. Oh, mitten in der Nacht müssen wir jetzt los. Müssen nicht, wir könnten natürlich noch eine Ruhepause machen. Gucken wir mal. Nächste Pause in 11 Stunden. Und ist das Navi irgendwohin eingestellt? Sieht nicht so aus. Die Fahne ist noch da. Aber können wir hier sagen? Nee. Können wir nicht. Zürich-Verona, den Auftrag haben wir. Kann ich denn das Navi darauf einstellen? Ich meine nicht, dass ich es nicht finden würde, aber naja, okay. Dann müssen wir wohl so los. Also wieder raus aus der Stadt. Ja, und mit Bergen ist hier nicht viel. Also ich hatte hier schon, war ja noch nie in Zürich, aber ich hatte hier schon ein bisschen mehr erwartet irgendwie. Dass man so zumindest am Horizont ein bisschen was sieht. Wie gesagt, kurz vor Stuttgart waren auf der linken Seite schneebedeckte Berge zu sehen. Und soweit ich weiß, ist da nichts in der Art. Also, ja, keine Ahnung. Okay, jetzt sind wir schon wieder raus aus der Stadt. Macht's nichts, dass wir ein bisschen schneller fahren. Allerdings, ach so, das wird dann wieder da hinten sein. Ja. Ich habe jetzt gar nicht. Hoppala. Das tut mir aber leid. Ehrlich geguckt, was es ist, wollte ich sagen. Ja, das ist wieder so ein komischer Bagger-Dingsbums da. So wäre natürlich schön, da richtig ranzufahren. So. Können wir ankoppeln und dann nichts wie weg hier. Hoffentlich hoffentlich hat der Blaue da auch keine Schramme abbekommen. Kommen wir hier raus? Ja, kommen wir so raus. Prima. Ja, ich weiß nicht, sollte ich da nochmal gucken gehen? Ach Quatsch, wir hauen einfach ab. Ich habe ja schon 150 Euro bezahlt. Ich glaube, oder? Nee, habe ich nicht, ne? War nicht mit einer Strafe verbunden. Egal. Wir machen jetzt einfach vom Acker. Passt das? Ja, das passt. So. Wie weit haben wir es denn überhaupt? 476 Kilometer, 7 Stunden, 41 Minuten. Heißt, wir sind kurz nach Sonnenaufgang da. Ist also eine Tour
ohne Unterbrechung, ohne dass wir einmal, wie was, Stuttgart rechts, Bern rechts, naja, gut, wenn die meinen, ja, also ohne dass wir da schlafen müssen. Jetzt kann ich auf den auch noch warten. So. Dann geht's mal los. Wir sind zwar noch nicht auf der Autobahn, aber ach, auf jeden Fall schon so, dass man sich hier wieder zurücklehnen kann. Nach Innsbruck geht's ja auch. Auch schön. Innsbruck könnten wir eigentlich auch mal machen und vielleicht als nächstes. Geht hier nicht aus, der Blinker? So. Okay, ich mache an der Stelle einfach mal eine kleine Pause. Sage vielen Dank fürs Zuschauen bis hierher und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, fahrt vorsichtig.